herzlich willkommen zum Jahreskonzert der Musikgesellschaft Rohrmatt in der Festhalle Zwillisau. Erleben Sie in den nächsten paar Minuten Blasmusik mit volkstümlichem Einschlag, inspiriert von Egerländer Harmonien und obendrauf Preise Schlager wie Puderzucker auf einem feinen Gebäck. Eine Mischung, mit der es klingt, unter der musikalischen Leitung von Hans-Peter Schwägler, Jahr für Jahr weitaus über 1000 Besucher zu begeistern. Aus der Region, aus dem Kanton Luzern, aus der Schweiz und sogar aus dem Ostland kommen die Stammgäste. Speziell heuer Gesangssolistinnen Evi Barmet und Manuela Bernet. Sehen Sie jetzt einen weiteren Teil. Durch den Abend führt äußerst charmant mit viel Humor Danita Rohrer von Menznau. Viel Vergnügen! Ja, es ändert sich ja immer wieder etwas. He? Früher hätte das noch PTT geheissen. Po tätschle tut's. Heute heisst das die Post. Die Intimsphäre eines Partners obliegt selbstbestimmten Tätigkeiten. Ja, heutzutage wird alles komplizierter, ich sag's. Früher hat man auch noch Postkarten geschrieben, jetzt kommst du immer so WhatsApp-Bilder von überall her. Manchmal belastet einem das fast, wenn du es schaffen und denkst, nein, der andere schickt Fotos irgendwie von den Malediven, der ist in den Bergen, der andere ist irgendwie sonst an einem Ort. Dabei ist doch so schön, kommt man mal eine Postkarte über, der hat auch Post etwas zu tun. Und da hat es manchmal noch so schöne Süße drauf, so mit Murmeli oder weiss ich was. Und so sind die Hubers auch in den Ferien gewesen, und er war dran gewesen, mit Karten schreiben, hat fleissig Karten geschrieben. Irgendwann ist er ganz entsetzt angehöckelt und hat sie geschaut und hat sie gesagt, was hast auch du? Dann hat er gesagt, jetzt habe ich es gerade noch auf der Zunge gehabt, jetzt ist es weg. Dann sagt sie, ja, das ist jetzt einmal nicht so schlimm, du musst nur ein bisschen studieren, das kommt dann schon wieder. Dann sagt er so, ich weiss aber nicht, ob die Marke wieder raufkommen. Ja, früher hat man eben noch Marken gehabt, oder? Und dann hast du auch mal die noch müssen abschlecken, oder? Die haben noch nicht selber geklebt. Ich musste abschlecken und dann Tätschbang draufkleben und dann ist das auf die Post gegangen und fertig. Heute musst du noch überlegen, ist das A oder B Post? Muss das schneller da sein oder langsamer? Etwas habe ich euch jetzt noch. Wir bieten das euch sogar jetzt noch, A und B Post. Jawohl, und zwar mit dem Post vom Walde. Dort hat es nämlich zwei Solisten drin. Der eine ist der Achermann Aubisser, Jesus Gott, der fängt auch mit A. Der Aubisser Philipp, der macht A-Post. Und der hinten, kommt ein bisschen hinten nach, das ist der Basil Heller, er macht B-Post. Jawohl. Und vor allem, was man speziell sagen kann, der Basil Heller. Er ist von der Jungmusik. Die Jungmusik hier wird ja getragen von diesen drei Musikvereinen, zwar der Stadtmusik Wilisau, der Feldmusik Wilisau und der Musikgesellschaft Rohrmatt. Und der Musikgesellschaft Rohrmatt war es heuer ein Anliegen, dass sie einen Jungmusikant aktiv mit einbinden können. Es ist natürlich wunderschön, hat sich der Basil zur Verfügung gestellt und gesagt, er macht da gerne mit, weil sonst ist er eigentlich noch in der Feldmusik aktiv. Ja, ist für mich jetzt fast noch ein bisschen die falsche Musik, oder, wenn ich jetzt hier bin bei der Rohrmatte, aber ich weiss schon, ich kann nicht überall sein. Sonst ist er fleissig noch der Kanti, er weiss schon, was er werden will, und zwar Lehrer. Und wenn ich ihn so anschaue, muss ich sagen, also da ging ich wieder hure gerne in die Schule. Habt ihr auch so hübsche Lehrer? So? Oder Fräuleins? Ja, wie das so ist. He? Aber ich muss sagen, er spielt auch wunderbar seine Trompete. Ein besonderes Pflänzchen. Und wenn ich ihn jetzt schon so höre spielen, bin ich überzeugt, wir werden noch viel von ihm hören. Aber jetzt die Post vom Walde mit dem Heinrich Schäfer, der das komponiert hat. Mit dem Philipp Aubisser und dem Basil Heller. Viel Vergnügen! Thank you.
Also wenn er so gut als Lehrer ist, wie er musiziert, dann kommt das gut raus. Ja, ich habe da schon etwas dabei für unsere kleinen Gäste. Aber irgendeinen nehme ich den, glaube ich, schon auch noch. Ja, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, mit riesengroßen Schritten, darum habe ich auch schon die roten Socken angelegt und die schweren Schuhe. Wandern wir auf Pause hin. Und nachher, als euch in der Pause nicht ganz langweilig ist, verkaufen die Musikantinnen und Musikanten noch Lösli. Ich sage euch, jedes Lösli ist schon ein Treffer. Und wisst ihr warum? Es hat nämlich ein Schokolädchen dabei. Also habt ihr schon das Gütsi für das Kaffee auch schon. Das Lösli ist ein Franken. Dahinter hat es nachher dann schon gesehen, die wunderschönen Preise, die dann ein Nümmerli haben, das ihr die könntet abholen. Natürlich könnt ihr auch nach dem Konzert noch etwas Kleines essen, aber weil wir heute nicht so eine grosse Karte haben, sind auch Bestellungen nicht so notwendig, weil die Essen kommen subito nachher. Aber jetzt gehen wir doch in die Berge. Ja, ein Zürcher ist auch mal ins Bündner Land wandern. Und auf seiner Wanderung ist er an einem alten Senn vorbeigekommen, der seine Wiese gemäht hat. Sie ist zu einem Mann und hat gesagt, ein herrlicher Tag heute, oder? Der Bündner hat gesagt, ja, ja. Er hat gesagt, und die schönen Berge, die ihr habt, oder? Ja, ja. Und die herrliche Luft oben, die ihr habt. Und der Senn wieder, ja, ja. Und der Zürcher hat es bald ausgerechnet und gesagt, und die dummen Leute, die es hier oben hat. Und dann hat der Senn gesagt, ja, ja, aber keine Angst, die Zürcher gehen immer nach dem Wochenende wieder heim. Ja, in die Berge gehen wir jetzt auch mit dem nächsten Stück, das ihr gehört, von den tschechischen Bergen. Und zwar ist das aus der Originalpolka eine kleine Dorfmusik, was ja sehr passend ist. Für die Kleinen tue ich jetzt natürlich Kaugummen hier hin. Also, klein ist je nachdem oder jung. Ich bin ja auch klein, oder? Darum darf ich auch einen nehmen. Also, ihr könnt auch zwei, drei nehmen. Es hat so viel da. Ich glaube, die Länge relativ weit. Ihr dürft hier Mami und Babi einen nehmen. Oder sonst im Nachbarn nebenzu, wer einfach gerne etwas zu catchen hat, anstatt dass er mit dem Nachbarn catcht. Darf natürlich sich auch bedienen. Eine wunderschöne Pause und ich freue mich auf euch nachher wieder.